Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Meine Kinder lieben diese süßen Zopfteighäschen. Wir backen im Moment gerade viel zusammen und wir zeigen euch jetzt, wie ihr ganz einfach aus Zopfteig süße Osterhasen zubereitet. Als erstes haben wir in einer Schüssel die Mehlsorten gemischt, dazu das Salz gegeben, das Ganze durchgemischt. Dann nehmen wir den Zucker und verrühren damit die Hefe. Das geht ganz einfach, durchs Verrühren mit Zucker löst sich die Hefe auf. Die flüssige Hefe geben wir zum Mehl. Dazu kommt lauwarme Milch, wir haben Sojamilch genommen, sowie geschmolzene Margarine oder Butter. Jetzt ist es wichtig, den Teig gut zu verkneten. Wenn ihr eine Küchenmaschine habt, mit dem Knethaken der Küchenmaschine oder mit dem Handmixer. Anschließend den Teig lange aufgehen lassen. Bei uns hat der Hefeteig für 2 Stunden ruhen können. Dann geht schon ans Zubereiten der Häschen. Wir haben unsere Arbeitsfläche bemehlt, den Teig aufgeteilt und 6 Stränge geformt. Die Teigstränge anschließend zu einer Schnecke aufrollen. Ein weiteres Teigstück als Kopf aufsetzen. Der Kopf, der wird noch in Ohren aufgetrennt. So kommen die Teighasen auf das Backblech. Zugedeckt lassen wir die Hasen für eine weitere halbe Stunde aufgehen. Vor dem Backen die Teighasen mit Eigelb oder Aprikosenmarmelade bestreichen. Und was natürlich noch fehlt, sind die Augen. Wir verwenden da Schokoladendrops oder ihr könnt auch Rosinen verwenden und die noch als Augen für den Hasen eindrücken. Den Körper bestreuen wir mit wenig Hagelzucker. Die Zopfhasen backen wir bei 220 Grad auf der mittleren Schiene für ca. 15 Minuten. Und fertig! Die Kinder, wir lieben diese leckeren Zopfteig-Osterhasen. Ein super einfaches und familienfreundliches Rezept, das müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Alles Liebe, eure Doris!